Eine Ehrenschärpe für den Terminator. Arnold Schwarzenegger, Hollywood-Star und Ex-Gouverneur von Kalifornien, hat in Berlin die Ehrendoktorwürde der Hertie School of Governance verliehen bekommen. Für sein Engagement für den Klimaschutz und die Zivilgesellschaft, wie die Universität in einer Erklärung mitteilte. Auf der in englischer Sprache gehaltenen Veranstaltung nutzte der gebürtige Österreicher nur ein paar kurze deutsche Worte. Das ist nicht Schnaps. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck lobte Schwarzeneggers Wirken über Parteigrenzen hinweg. On screen you are Conan the Destroyer. Auf der Leinwand sind Sie Conan der Zerstörer, aber als Mensch stehen Sie für Anstand und Kompromiss. Schwarzenegger selbst warb für mehr Verständnis gegenüber Andersdenkenden. Mit einer Anspielung auf umstrittene Äußerungen des republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump, Einwanderer in den USA, würden Haustiere essen. Wir sollten verstehen, dass sie vielleicht völlig falsch liegen. Ich meine, es gab niemanden, der Katzen und Hunde gegessen hat, richtig? Also ich meine, er liegt total falsch. Aber na und? Soll er uns doch unterhalten? Aber ich bin ein Republikaner. Deshalb macht es mich traurig, wenn ich sehe, dass die Partei nicht so funktioniert, wie sie es traditionell getan hat. Es war eine Partei, die alle einschloss. Er werde alles in seiner Macht Stehende tun, um die Partei wieder dahin zu bringen, wo sie einmal gewesen sei, sagte Schwarzenegger. Der siebenfache Mr. Olympia-Gewinner hatte Trump bereits vor Jahren als den schlechtesten Präsidenten aller Zeiten und als gescheiterten Anführer bezeichnet.